Unseren nächsten Studiogast begrüße ich aus der Ferne. Über den Computer ist jetzt zugeschaltet Primar Dr. Josef Eckmeier von der Lungenabteilung im Klinikum Wels-Grieskirchen. Hallo. Grüß Gott. Herr Dr. Eckmeier, die Ereignisse überstürzen sich, täglich neue Krankheitsfälle in Österreich. Wie ist denn derzeit die Lage im Klinikum? Bei uns am Klinikum Wels-Grieskirchen haben wir eine intensive Umorganisation hinter uns. Es wurde der normale Regelbetrieb so weit als möglich reduziert. Das heißt, es werden Notfälle und alle wichtigen, nicht aufschiebbaren Behandlungen weiterhin regulär durchgeführt. Das bedeutet Abteilungen wie Unfallchirurgie, Geburtshilfe, aber auch Tumorbehandlungen und so weiter laufen weitestgehend normal. Wir haben aber geschaut, dass Patienten in frei Infektionsbereiche kommen können. Das betrifft sowohl Normalstationen, aber auch Intensivstationen, wo versucht wird, möglichst viele Plätze für solche Patienten zur Verfügung zu haben. Was bedeutet denn diese schwere Situation jetzt auch für Sie und Ihre Kollegen? Wir haben in den letzten 2 bis 3 Wochen wirklich emotional und auch physisch intensiv gearbeitet. Es sind verschiedene Teams zusammengestellt worden, die im Infektionsbereich arbeiten. Das betrifft vor allem Mitarbeiter aus der Lungenabteilung, aber auch alle internistischen Abteilungen und auch viele andere Abteilungen, die zusätzliches Personal stellen können. Auch die Intensivstationen haben sich intensiv vorbereitet und wir haben jetzt seit, würde ich sagen, circa 2 Wochen einige Patienten liegen. Es ist noch nicht der große Ansturm und es ist schön zu sehen, wie die jungen Mitarbeiter sehr engagiert und motiviert sich um diese Patienten kümmern und sich sehr bei der Arbeit einbringen. Wenn man jetzt den Standardverlauf, wenn man diesen so bezeichnen kann, beschreiben will, was sind denn jetzt so die ersten typischen Symptome des Coronavirus? Ja, eigentlich ist es so, dass man etwa 3 bis 5 Tage im Durchschnitt nach Kontakt mit einem oder nach intensiverem Kontakt mit einem Infizierten an Symptomen erkrankt, die vor allem wie eine Verkühlung aussehen. Das heißt, es kommt zur Müdigkeit, zur Abgeschlagenheit, teilweise zu Fieber und zu Husten. Im weiteren Verlauf kann dann aber bei schwereren Erkrankten eine Lungenentzündung auftreten. Was das Virus speziell macht, wenn man so die Schlagzeilen liest, die Symptome sind oft sehr breit gefächert. Von der Bindehautentzündung bis hin zum leichten Husten kann ja theoretisch alles auf Corona hindeuten. Es können wirklich fast alle Symptome von einer Verkühlung auftreten und aber auch Erkrankungszeichen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Wir haben viele Patienten, die haben auch Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schnupfen. Manchmal gibt es Geschmacksstörungen. Also es kann eine ganze breite Palette sein. Momentan ist es so, dass ja die Pollenzeit, die Allergikerzeit beginnt. Die Symptome können teilweise ähnlich sein, da gibt es aber eine ganz gute Unterscheidung. Wenn man kein Fieber hat und man weiß, das ist in der Pollenzeit und man ist Allergiker, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher eine Pollenallergie. Und der zweite Hinweis, Pollenallergiker, die sollen sich wirklich sehr gut behandeln. Durch die Behandlung klingen die Symptome relativ rasch ab. Wann sollte man sich jetzt ernsthafter Gedanken machen und einen Arzt kontaktieren? Mit obigen Symptomen bei mildem Verlauf bitte daheim bleiben. Wenn aber der Verdacht auf eine Lungenentzündung besteht, sprich schwerer Krankheitsverlauf, hohes Fieber, das nicht besser wird, stärkerer Husten, der nicht besser wird, Kreislaufbeschwerden oder bei älteren Personen auch Verwirrtheitszustände, dann bitte unbedingt telefonisch Kontakt aufnehmen mit einer entsprechenden Einrichtung. Viele kennen ja auch die Schreckensbilder aus Italien, Leute ersticken in ihren Betten. Was macht denn das Virus im Extremfall mit dem Körper? Was passiert denn da in der Lunge? Ja, wir haben gesehen, dass es sehr schwere Lungenentzündungen sind, die uns sozusagen die Ernsthaftigkeit dieser Erkrankung zeigen. Es handelt sich in der Regel um eine beidseitige Lungenentzündung und um eine sehr starke Entzündungsreaktion in der Lunge. Das heißt, das Lungengewebe und die Atemwege sind nicht mehr in der Lage, die Funktion gut zu erfüllen. Das heißt, die Atmung wird erschwert. Es kommt in der Folge dann auch zu Befall oder
Beeinträchtigung anderer Organe wie Herz-Kreislauf, Nierenfunktion und so weiter bis hin zum septischen Zustandsbild und Schock. Diese Fälle sind ja zum Glück, muss man sagen, nicht der Standardverlauf dieser Krankheit aus Ihren Erfahrungswerten. Wie verläuft die Erkrankung bei einem Großteil der Betroffenen? Ja, erfreulicherweise ist es bei leichtem Verlauf eine Erkrankung, die man sehr gut überstehen kann. Wir kennen das schon bei einigen Patienten aus unserer Gegend. Sie verläuft dann wie eine leichte Verkühlung mit Fieber. Immer wieder hört man auch vom Begriff der Risikopatienten. Wer fällt denn jetzt genau in diese Gruppe? Ja, grundsätzlich alle Personen oder Menschen, die immungeschwächt sind. Und Immunschwäche bedeutet auch, wenn man eine chronische, schwere Krankheit hat, beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zuckerkrankheit schwerere oder auch chronische Lungenkrankheiten, aber auch Tumorerkrankungen oder andere immunschwächende Erkrankungen. Wenn zudem dann Rauchen dazukommt oder ein höheres Alter oder starkes Übergewicht, dann ist man noch etwas mehr gefährdet. Was würden Sie jetzt aus ärztlicher Sicht sagen, sind sinnvolle Maßnahmen zur Risikominimierung? Ganz entscheidend ist meiner Meinung nach Abstand halten, also nicht zu viel soziale Nähe. Das ist ein schwieriger Balanceakt, aber ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Als zweite wichtige Maßnahme ist Händewaschen, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs war oder halt Gegenstände oder Türgriffe berühren muss oder U-Bahn fahren muss, bitte Hände waschen. Und eine dritte Maßnahme, die ganz gut ist, Masken tragen, wenn mehrere Menschen in einem Bereich zusammenarbeiten müssen, ebenso wie im Supermarkt, weil dann ist es so, dass die Personen, die erkrankt sind, es aber noch nicht wissen, Tröpfchen nicht weitergeben können an die Umgebungsluft. Im Klinikum ist man da auf die nächsten Wochen gut vorbereitet. Der Peak soll ja zwischen Mitte April und Mitte Mai in Österreich erfolgen. Kann man da auch sagen, mit wie vielen Patienten man da ungefähr rechnet? Also wirklich seriös kann man das meiner Meinung nach nicht prognostizieren. Es gibt mehrere Modelle, die durchgerechnet werden, je nachdem, wie die Ansteckungsrate weitergeht. Ich sage einmal, wenn man nicht sehr pessimistisch ist, aber auch nicht sehr optimistisch, dann glaube ich, dass wir in Österreich in den nächsten 2 bis 4 Wochen Infektionszahlen von etwa 80.000 bis 120.000 haben werden. Und das würde etwa für das Klinikum Wels-Graskirchen bedeuten, dass wir ungefähr 350 Personen stationär behandeln müssen. Die müssen aber nicht alle unbedingt zur gleichen Zeit kommen, weil ja wieder welche entlassen werden und andere dazukommen. Sehr spannende medizinische Einblicke. Vielen Dank für das Gespräch, Primar Dr. Josef Eckmeier. Gerne.